So viel Stuhl und so wenig Mensch. Schauen wir nach vorne, auf die Bühne. Dort erwarten uns schon unsere nächsten Gäste zu Couchgeflüster im Fritz. Theatergeister interviewen Chemnitzer Persönlichkeiten. Heute zu Gast Miss Hearthstone aus Fünf Frauen und ein Mord. Sie hat sich zwei ganz besondere Gäste auf die Bühne geholt. Sie dürfen schon gespannt sein. Und bitte. Jetzt sehen Sie mich nicht so an, als hätten Sie gerade eine Fliege verschluckt. Stellen Sie sich gefälligst vor. Ich bin Alexei aus der Band Gruppa Karl-Marx-Stadt. Ich singe und spiele Gitarre. Oh, ein Vertreter der höfischen Liebeslyrik. Kann man so sagen. Ich hoffe, in deren Mittelpunkt die Frauenverehrung steht. Und Sie? Ich lebe auch hier. Ich bin Johann und spiele Saxophon in der Band. Ja, haben Sie schon mal was von der Keimtheorie gehört? Zum Glück sind solche Veranstaltungen bis auf Weiteres verboten und Sie können sich systemrelevanten Dingen widmen, nicht wahr? Ja, müssen wir. Ich bräuchte einen Kutscher. Gärtner, Hausmeister, alles, was so an groben Arbeiten anfällt. Ja, Sie werden ja noch weitere Fähigkeiten haben, außer Zupfen und Blasen. Ja, selbst in nicht-pandemischen Zeiten kann man doch damit nicht sein Geld verdienen. Ja, wir haben das fast geschafft. Fast geschafft? Ja, aber leider kam die Pandemie. So. Ja, dann sollte ich mich wohl bei Ihnen bewerben. Barin Yatimaya, Sudarin Yatimaya, Barin Yatimaya, Sudarin Yatimaya, Pagulia Papoye, Busantosa Moye, Bar. So ein Schwachsinn. Das klappt schon gar nicht so schlecht. Schweiß, Alkohol, heißer Atem, Hotspots. Sie glauben doch nicht, dass in nächster Zeit Publikum kommen wird. Weder zu Ihnen noch zu mir. Wobei Letzteres weitaus tragischer ist. Ja. Ja, was machen Sie denn den lieben langen Lockdown? Sie sind noch jung. Ich bin seit 3 Monaten alleine und es geht mir auf die Nerven. Ja, ich komme aus Sibirien. Sibirien? Mhm. Aus Omsk. Omsk! Waren Sie schon mal dort? Deutsch-russische Pipeline. Sibirien. Kalt. Naja, wir heizen auch nie. Kutscher könnte ich mir absolut vorstellen. Mit den Pferden, ich bin schon mal geritten. Ich bin prädestiniert dafür. Es würde Ihnen an nichts fehlen und Sie wären nicht mehr den Gefahren von Inzidenzien ausgesetzt. Ich, meine Tochter und unsere 3 AngestellteInnen würden allabendlich ihren Klängen lauschen. Auf jeden Fall hätten wir schon Publikum, ne? Mehr ein Publikum bisschen als jetzt, ja. Verzeihen Sie, wenn ich so offen bin, aber wie ein altes Sprichwort sagt, die Lippen sprechen nur aus, was das Herz längst weiß. Hip-Hop, Rinnenkopf. Hop, hop, hip-Hop. So tell me what you want, what you really, really want. Чё бабы пропели, непонятно ничего. А я вот Лёха из сибирского Омска. Живу в Карманшате, кричу понемножку. А это колорит, он тоже отсюда. Поют они песни для русского люда. Мы сыграем, а они подпоют. Получится хит, просто супер-гуд. А мы-то ведь все же не с неба упали. Песню на русский мотив записали. Я на балалайке, ща вам сыграю. Трубач затрубит, и я отвечаю, что вы не усидите на попах свои, когда наша русская диско бомбит. Парень, ты моя, сударыня, ты моя.